Herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest oder Sons, besser gesagt, gab es ja ein bisschen Gimmicker, wird ja Sons of the Forest ausgesprochen oder Sons. Ich kann auch einfach sagen, Kelvin Simulator passt auch. Mensch Leute, das ist doch völlig egal, wie man was ausspricht, Hauptsache man spielt das Spiel. Auf jeden Fall, wenn wir hier weitermachen, ich denke mal, wir gehen langsam Richtung Herbst. Wieso haben wir hier so viele Eichhörnchen rumlaufen, nur mal so nebenbei bemerkt. Auf jeden Fall werden wir jetzt. Ich habe es im Stream ein bisschen ausprobiert. Wir werden gleich eine Seilrutsche bauen. Aber ein bisschen modifizieren, weil sonst fliegen uns die Stämme. Nämlich, wenn wir da die Stämme transportieren, irgendwo in die Walachei. Wir wollen sie natürlich sammeln, alle auf einen Haufen. Ne? Irgendwann mal kurz gucken. Wo ist unser Kelvin? Und ihr habt ja auch geschrieben, wegen der Hütte hier, die abnehmen. Das Holz kann man weiter verwenden. Ja, die Hütte soll auch weg. Ich will aber allerdings erst die Regale da drin leer haben. Und wir haben es inzwischen leer. Okay, das kommt hier weg demnächst. Alles keine Sorge. Warum er da schwimmt, weiß ich auch nicht. Anscheinend muss, während ich im Ladebildschirm war, hier jemand gewesen sein, der uns besucht. Wo ist denn Kelvin, Mensch? Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, Moment. Schon wieder? Ich hab dich doch gerade erst hingestellt. Ah, Essen. Sehr schön. Wunderbar. Virginia rennt wieder irgendwo in der Pampa rum. Sie ist wahrscheinlich mal wieder mit Hasi zugange. Da bist du ja, mein Freund. Da bist du ja. Okay. Wir werden jedenfalls erstmal die Hütte, wenn wir jetzt auch demnächst auseinandernehmen, die Seilrutsche bauen. Ich würde hier nochmal kurz... Die können wir jetzt, glaube ich, irgendwie... Auf wenn ich nicht genau weiß, wie. Ah, genau. Das kam ja mit dem Update. Man kann ja jetzt Möbel umstellen. So, erstmal provisorisch. Ich meine, hier sollen letztendlich nur Regale rein. Aber erstmal geht das ja. Hm? Zack, dann holen wir das Ding stehen, dann können wir hier speichern und schlafen. Da hatten wir ja auch schon, ja gut, dann haben wir eben zwei Betten. Und die Hütte nehmen wir gleich auseinander. Allerdings will ich jetzt noch gerade überlegen. Die will ich eigentlich auch umstellen, aber erstmal stehen sie da ganz gut. Ich baue erstmal die Seilrutsche hier auf. Die können wir ja später wieder umbauen, das ist jetzt nur provisorisch. Damit wir hier leichter ans Holz kommen. Mal ein Tor hin, genau, den bapp den da mal ran, mein Freund. Sehr schön, dann brauchen wir nochmal ein Stämmchen. Dem bappen wir jetzt Dorn, weil den Seilwerfer haben wir ja, also können wir ihn auch nutzen. Ja, das wird von da hinten dann rüber. Das müsste doch funktionieren. Mal zwei mit. Na, Kevin, mein Freund, du kriegst nachher was zu tun, auf jeden Fall. Wir werden hier so ein bisschen weiter in den Wald reingehen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Ungefähr hier. Ah, kommt auch ungefähr hin, ne? Ja, ja. Batman? Ne, so. So, den anderen. Jetzt hauen wir uns einmal kurz ein Bäumchen um. Damit wir ans Holz kommen. Sehr schön. Ich glaube, der war schon angedatscht, du. So schnell, wie der jetzt gerade gekippt ist. Auf jeden Fall. Ne, jetzt mal ernsthaft. Das ist doch wirklich egal, wie man was ausspricht. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wir sind hier nicht in der Schule, Mensch. Das ist ein Spiel und einem Spiel soll man Spaß haben. Wenn man alles so futz ernst nimmt, dann macht es keinen Spaß. So, dann backen wir mich auch mal hier ran. Sehr schön. Laufen damit auch mal kurz nach Hause. Wo war denn der Eingang? Hier, ne? Ew. Und wir kriegen, glaube ich, auch bald Herbst und will im Winter halt ausnutzen. Hier. Damit wir aus Eis bauen können. Du willst nicht? Warum nicht? Willst du mich verarschen? Steht das Ding nicht richtig, oder was? Muss da irgendwo stehen. Ich hätte ein bisschen schiefer bauen müssen, ne? Och, echt jetzt? Okay, warte mal. Erstmal den runter, schmeiß mal hin. Dann nimm den nochmal weg. So, dann stell den mal. Wir bauen jetzt mal schräg. Dann sollte es klappen. So, die nochmal. Können wir überhaupt schräg bauen hier, ne? So, da nochmal ran. Es steht aber zu schräg, oder? Wir probieren es. Mehr können wir da eh nicht machen. Ah, die Dinger müssen leider gerade stehen, sonst verbindet er sich nicht. So, denn nochmal. Also im Stream ging es. Da hab ich es nämlich ausprobiert. Wie
so nett. Geht euch jetzt genau gerade, es müsste gehen. Wieso geht das hier jetzt nicht? Haben die schon wieder irgendwas mit dem Update rumgefriemelt oder? Er will mich verarschen. Oder geht das nur auf eine gewisse Entfernung? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich meine, das Seil ist auch rot, aber das hatte ich im Stream auch. Wieso? Ja, ich will es ja nicht am Baum machen. Wieso geht er nicht? Der lässt sich doch jetzt nicht ranbappen. Warum auch immer. Nur mal aus Interesse. Ja, das wird auch nicht gehen. Ob es an der Entfernung liegt? Mö. Was? Willst du mich verarschen? Es liegt an der Entfernung oder was? Oder ist das nicht hoch genug? Ja, so wollte ich das auf jeden Fall nicht. Nee, komm mal mit hier. Warte mal. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen, ne? Das ist natürlich doof gelaufen jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding kann man weiterspannen. Aber anscheinend ist die Entfernung sehr, sehr, sehr begrenzt. Das ist natürlich sehr doof gelaufen. Also, gerade ist es so einigermaßen. Das muss wirklich an der Entfernung liegen. Das ist doch doof. Ich wollte eigentlich, dass das Holz hier ankommt. Er will mich verarschen. Er will mich wirklich verarschen. Okay, tut mir leid, dass, wie gesagt, im Stream hat es auf Anhieb geklappt. Warum hier jetzt nicht, weiß ich nicht. Das kann ich partout nicht sagen. Aber das ist doch Beschiss. Das ist wirklich Beschiss. Ich meine, das dürfte jetzt auch nichts ändern, ehrlich gesagt. Das dürfte absolut nichts ändern. Warum das jetzt nicht geht? So, wir werden es jetzt noch einmal probieren. Ich will das Ding eigentlich ungern am Baum haben, weil die Bäume wollen wir ja abholzen. Das ist es, du. Warte mal. Was machst du denn hier? Wenn hier auch noch die Hütte anreißt, denn ich, Mensch. Geht's dir gut, oder was? Steh auf, wenn ich auf dich schieße. Ist ja schlimm. Nicht mal Rohr arbeiten kann man hier. Ich will mal einen Pfeil wieder. Nee, nee, nee. Noch mehr hier? So, wir probieren es jetzt noch einmal. Ansonsten machen wir was anderes. Ich weiß nicht genau, wo das Problem gerade liegt, aber das ist doof. Das ist wirklich doof. Vielleicht geht das aber auch nicht, weil da der Zaun im Weg hängt. Also ich meine, möglich wäre es, ne? Da muss ich das Ganze höher bauen. Im Stream ging das Ganze über den Zaun, weil das hier draußen höher liegt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das daran liegt. Geht da so mich nicht ran, ne? Nee. Das kommt von der Zaun im Weg, das muss höher. Ja, wie kriege ich das denn jetzt höher? Ach, willst du mich verarschen? Jetzt geht's? Einmal springen, dann ging's? Okay. Na dann, auf jeden Fall geht's jetzt so. Wenn ich jetzt von da drüben Bäume ranhänge, kommen die Bäume hier an. Bloß so fliegen sie uns in die Walachei. Das Problem hatte ich damals auch. Deswegen habe ich eine kleine Idee gehabt. Die fliegen meistens alle in den See. Hat auch bestens funktioniert. Wir bauen hier einfach so eine kleine Palisade rum. Quasi hier so, wenn es jetzt funktioniert. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Muss nicht gerade sein. Das ist aber wirklich sehr schief, Fademar. Gerade sein muss es nicht, aber so schief sein muss es auch nicht. Also ein bisschen gerade muss schon sein. Oder? Na, so geht's. So ungefähr 4-5 lang. Andere Seite auch noch, hinten noch. Dann sammelt sich das Holz hier drin und dann fliegt das nicht in die Walachei.
Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Den Stein wollte ich nicht. Und ich glaube, die Spikes, die werden wir auch wieder hinbauen. Ihr habt schon recht. Normalerweise kriegen die NPCs dadurch keinen Schaden. Ich weiß nicht genau, was da drum schiefgelaufen ist. Aber ist halt so. Naja, vielleicht noch zwei hin und dann passt das. Zack, zock. Und dann kann Calvin und mich, wenn wir die Bäume daran hängen, hier alles einsammeln und schön. Genau, das reicht. Ist eigentlich schon zu lang gereicht. Und dann haben wir auch nicht mehr so die langen Laufwege mit dem Holz. Dann passt das. So. Und was mir nochmal so aufgefallen ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber allerdings haben mir welche von euch auch gesagt, ihr habt das auch. Umso weiter man vom Tag her kommt, umso weniger Eingeborene tauchen hier auf. Das Gefühl habe ich. Und das ist wohl bei welchen von euch aus so. Jojo, und dann machen wir hier hinten noch zu. Also auch so Palisaden vor und dann sammelt sich hier so wunderbar das Holz drin und Calvin kann dann alles schön auf die Ständer räumen. Das lüft schon. Na Virgie, bist auch mal wieder aufgetaucht? Wird ja auch mal Zeit, wa? Hase nicht mehr interessant genug? Ja, komm. Danke. So, die werde ich jetzt nicht daran hängen, weil sonst fliegen sie uns in den See. Die nehme ich jetzt erstmal mit. Ich glaube, das wird auch schon wieder Nacht, wenn ich mich nicht täusche. Will ich einmal hier hinter noch zumachen und den Post hat auch. Geht das? Ist immer so ein bisschen Frickelkram, weil ich nicht glaube, dass es so gedacht ist. Aber es geht. Das ist sehr schön. Dann fliegt uns das Holzmilch nicht mehr weg. So. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Licht hier noch was. Es wird dunkel, wie es aussieht. Wie spät ist es denn? Ja, das geht Richtung Nacht. Aber hier liegt auch nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. Dann müssen wir wirklich nochmal ein Bäumchen fällen. Ja, machen wir gleich sowieso jede Menge. Sollte so jetzt funktionieren eigentlich. Gut zu wissen, muss ich mir merken, das muss über den Zaun gehen, durchgeht nicht. Doch. Na, Calvin, für dich haben wir gleich einen Job. Für dich haben wir gleich auf jeden Fall einen Job. Weil nur der eine Keulenschwinger hier vorhin, ne? Nur der eine. So, still hin und hier unten rein noch Rinder. Das muss ja nicht perfekt sein. Ja, guck mal, hier passt ja kein Holz mehr durch, so geht das. So sammelt sich alles schön hier drin. Jo. Und Calvin hat jede Menge, er muss ja nicht mehr so weit laufen. Dann klappt das schon. Jetzt machen wir einmal kurz den Test. Ich glaube, so zwei, drei Holz liegen hier noch und dann gehen wir erstmal schlafen, weil ich sehe nicht mehr viel. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Liegt hier noch irgendwo Holz? Komm, ich wollte es doch nur testen. Dann fäll einmal um. Das ist ja prima. Und den können wir auch weiter fallen. Wir haben bald Winter. Dann ist der schöne See zugefroren. Und da können wir nämlich aufs Eis raufbauen. Das ist doch schon mal ein Träumchen. So, Hang on, sehr schön. Jo, Calvin, und das sollte sich jetzt eigentlich da drinnen sammeln. Und nicht in die Walachei fliegen. Weil die haben so einen Schwung drauf auf dem Seil, dass die echt da kilometerweit auf den See fliegen. Geht, ne? Geht, jo. Und das kann Calvin denn hier halt später einsammeln. Dann kommen wir zumindest sehr schnell wieder an Holz. Dann klappt das doch. Wunderbar, wir legen uns jetzt einmal kurz schlafen, damit wir wieder was sehen, denn wir sorgen uns erstmal ein bisschen Holz. Die andere Hütte nehmen wir auch auseinander. Ich speichere das Ganze hier jetzt einmal ab. Das steht da. Jo. Wunderbar, und wir gehen schlafen. Sehr schön. Es sollten wir am nächsten Morgen sein, ne? Jo. Durstig, Hunger. Jo. So, das hier muss noch trocknen. Aber wir haben auch noch was, ne? Hänge ran. Das hier ist aber trocken. Den erstmal.
Den Winter kann man immer wunderbar ausnutzen, weil man sich da an Stellen bauen kann, was nicht geht. Das ist mal wunderbar. So, den auch mal kurz was trinken. Und dann geht hier die Grußholz-Sammelaktion los. Also es geht eigentlich relativ schnell damit. Und das ist doch schön. Und die Hütte nehmen wir dann auch mit auseinander. Die verbauen wir gleich mit. Also die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte ja wirklich nur die Sachen daraus haben. Es war immer noch ein bisschen dunkel, aber es wird schon heller. Wir kriegen schon noch. So ist es nicht. Ich muss nur halt aufpassen, dass ich das jetzt nicht auf die Seilrutsche fallen lasse. So. Das wäre natürlich nicht so schön. Dankeschön, komm mit. Da sparen wir uns jede Menge Laufwege durch. Sehr viele Laufwege. So, dann nehmen wir den auch nochmal mit. Und wenn wir hier den ganzen Wald abholzen, dann ist mir so ziemlich egal, ob den Eingeborenen und Mutanten das hier passt oder nicht. Ich bin hier der König im Wald. Also sind es auch meine Bäume. Und ich sage, ich will die fällen. So, hänge ran. Hänge ran. Sehr schön. Oh. Dankeschön. Die Truhe habe ich vorher nie gesehen. Ganz ehrlich sagen. Hallo, Virgi. Danke. Hast du nicht noch deine Waffe? Nee. Ich komme jetzt nicht mit. Ich muss mal was gucken. Virgi, hier geblieben. Ich glaube, sie hat ihre Waffe nicht mehr. Sie wird schon gleich wiederkommen. War das schon wieder alles an Holz? Fast so aus, ne? Kevin, du kriegst gleich was zu tun. Du kriegst gleich definitiv was zu tun. Das gleich alles Holz da aussammeln. So, bist du wieder da? Doch, sie hat sie doch noch. Okay, ich habe sie eben nicht gesehen vorhin. So. So, warte mal, okay, Kelvin, komm mal mit. Komm mal mit, mein Freund. Ich muss denen was zeigen, was du haben zu tun. Ja, wir wollen hier schließlich weiterkommen. So, weil hier schon liegen jede Menge drin, wie wir sehen. Oh, ein bisschen ist sogar rausgeflogen. Zumindest im Stream hat es wunderbar funktioniert. Er hat es da rausgesammelt, da reingeschmissen, fertig. Kelvin? Kelvin, mein Guter, danke, da bist du ja. Komm, Trabant, komm zu Papi, komm, Krasson Leggeli, komm. Ach, von hier müsst ihr es auch machen, oder? So, du holen Stimme und geben in Behälter. Genau, mein Freund, genau. Ja, so müsst ihr auch nicht machen. Da rausholen und da reinfüllen, ne? Jo, sehr schön. Gut, dann gehen wir weiter noch ein paar Bäumchen herüber schicken. Und dann kriegen wir die Dinger ruckzucki voll. Und der klappt dann auch. Da ist bestimmt noch was runtergerollt. Finden wir später. Irgendwann ist hier alles platt. Irgendwann ist hier kein Wald mehr. Dann finden wir auch die Bäume. So, nimm mit. Und schicke rüber. Kelvin, soll ich was zu tun kriegen? Was hast du wieder? Oh, da liegen noch zwei. So, Virgil, du bleibst bitte in meiner Nähe. Sollte hier irgendein Keulenschwinger oder so um die Ecke kommen, du weißt, was du zu tun hast. Du bist hier die Killerin, nicht ich. Lauf mir jetzt nicht in den Baum. Hier geht nicht. Das
Forward Club Lady, das war knapp. So, rüber, rüber. Hier nochmal. Klar könnten wir hier jetzt auch noch so einen Holzständer aufbauen und Kelvin hier reinsammeln lassen, aber dann habe ich ja drüben keinen Kelvin mehr. Es gibt ja nur einen Kelvin. Ah, ich weiß nicht, ich wünschte, man könnte ihn klonen oder so. So, der kommt mal mit. Dolly, ich auch noch einer. Auf jeden Fall müsste er ohne Probleme die Holzständer alle voll machen. So können wir so Stück für Stück den Wald hier etwas dezimieren. So, kümmern wir uns erstmal um die Bäumchen, die viel zu dicht anstehen. Das nimmt uns die Sonne. Ich glaube, selber kann ich mich auch ranhängen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht. Habe ich nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Sehr schön. Der kommt noch mit. Der kommt noch mit. Okay, wir haben Besuch. Ich weiß nicht, wo sie ist, da vorne irgendwo. Wo ist? Die waren hinter mir. Pippis! Mensch, Virgie, hast gelernt, auf Mutanten zu schießen. Sind noch mehr Babys? Oder hast du alle Babys getötet? Virgie, vielleicht waren es ja deine eigenen. Nicht immer auf alles schießen, du. Nicht immer auf alles schießen. Ich sehe hier keine weiteren. Obwohl sie versteckt sich. Ja, ich höre hier auch noch was rumkriechen. Hier ist noch was. Jo. Na, meine Freunde. Wir haben Babybesuch. Du hast noch eins, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, Kelvin ist hoffentlich beschäftigt drüben. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Ein Bäumchen nehmen wir noch. Und den machen wir auch erstmal weiter drüben. Alle ich auch noch. Ich glaube, wir brauchen gar kein Bäumchen mehr fällen. Sehr schön, sehr schön. Ey, da kriegt auch noch ein Baby. Virgie, du hast was übersehen. Da ist auch noch eins. Mensch. Noch mehr? Ich hoffe nicht. Steck die Axt weg, Mensch. Wieso holst du von draußen? Ey, Dödel! Was machst du da? Drin reinbringen! Drinnen! Hier, der ganze Ding ist voll! Kelvin! Das ganze Ding hier ist voll! Du hast mein Zelt kaputt gemacht, aber danke! Das waren bestimmt die Holzstämme, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal genug Holz hier. Und der Holz hat tatsächlich von hier weg. Ja, kann ich die Plane einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ne? Doch. Die Plane legen wir mal ein bisschen außer Reichweite. Besser wäre das. Sonst geht sie uns wieder geboot. So, leg hin. Naja, die kannst du wegstecken. Hier, Stoggerin. Das ist ja nur, damit unser Zuhause als Zuhause angezeigt wird. Speichern und schlafen können wir ja drin. So. Sehr schön. Na, er holt's aber von... Ja, ja, er holt's von hier. Gut, er hat hier erstmal jede Menge Holz hier liegen. Das ist doch schön. Er wird die hier schon alle nach und nach auffüllen. Wir werden die Bude hier auseinandernehmen. Die brauchen wir am besten will nicht mehr. Wir können sogar das ganze Regal umstellen. Ja, ein Träumchen. Ein Träumchen. Das sehen wir dann erstmal hier hin. Geh mal. Den stell doch hin. Sehr schön. Okay. Ja, mach's dir bequem, Virginia. Mach's dir bequem.
So, und die Bude hier nehmen wir auseinander. Und zwar, wir müssen hier aber, glaube ich, Stück für Stück auseinandernehmen. Dann so wieder nix. So, fehlen uns noch irgendwo Bretter? Ich glaube nicht im Moment, ne? Oder? Doch, warte mal. Da doch fehlt noch. Ja, hau rein. Siehst du mal? Jo. Jo, er füllt hier schön auf. Das siehst du mal. Siehst du mal. Das nimmst du mit. Wie haben wir hier noch irgendwo Bretter drin? Ich glaube nur noch den, ne? Sehr schön. Sonst ist oben nichts mehr drin. Ne, ne. Ich glaube, wir kriegen schon wieder Besuch. Kann aber auch sein, dass es Kelvin ist. So, hau rein. Hier auch nochmal. Das ist sehr schön. Ach, guck mal, der macht seinen Job richtig gut. Die Dinger sind gleich voll und wir haben immer noch Ersatzholz hier. Also hier ist schon was Schönes, dieser Rutsche. Der ist nicht unbedingt lebensnotwendig, aber schon was Schönes. Und spart sich halt eine Menge Laufwege damit. Da. So. Hier, das sind auch nur Bretter da oben, ne? Ja. Du sollst eigentlich die Bretter rausholen, mein Freund. Ja, okay, wenn ich weiß, ist voll. Kann ich leider gerade nicht ändern. Passt schon so. Jo, ruh dich aus, mein Freund, ruh dich aus. Zumindest mal etwas Vorrat hier. So, denn hier noch drin. Sehr schön. Ich will zumindest mal ein Dach über dem Kopf haben, wenn der Winter anfängt. So, warte mal. Einmal kurz überprüfen. Der ist voll. Jo, die sind voll. Was will man eigentlich mehr? Das liegt auch noch ein bisschen. Passt doch. Kriegen wir die hier raus? Nee, ne? Doch. Aber auch nur den einen, ne? Nee. Sehr schön. Haben wir ja noch mehr drin hängen? Ich glaube nur noch oben drauf. So, das ist ein ganzer Stamm, ne? Das sind ganze Stämme. Ich glaube, hier hängt noch einer drin. Jo. Sehr schön. Aber so können wir das zumindest nochmal verarbeiten und brauchen es nicht wegschmeißen. Dorren, darin. Sehr schön. Hier kannst du auch. Hier haben wir nicht. Doch. Du bist durstig. Ja, dann musst du drehen gehen, mein Freund. Du wissen doch, Wasser direkt vor der Tür. Sehr schön. So, jetzt müsste ich die Bude doch eigentlich auseinandernehmen können, oder? Nicht? Okay. Muss ich wohl zusammenfallen lassen oder so. Ich komme oben nicht an. So. Natürlich. Gib mir her da. Danke. Nee. Das soll schon wieder im gleichen Rhythmus liegen hier. Was ist denn das hier? Hier fehlt ja was. Ja, kein Wunder, dass hier nichts. Wieso fehlt denn hier ein Balken? Wer klaut mir hier Holz? Nee, das geht aber nicht. Ja, wohin? Schon besser. So, den kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Den da oben, kriegen wir den raus. Achso, noch ein Brett. Okay. Wir nehmen die Hütte jetzt Stück für Stück auseinander. Die brauchen wir nicht mehr. So, hier ist, da ist auch. Hier muss noch rennen. Sehr schön.
Das Brett kann noch mit, aber mehr Bretter haben wir jetzt hier auch beim besten Willen nicht mehr, ne? Das ist auch kein Brett, oder? Kriege ich ja nicht mehr weg, da? Nö. Das heißt, erstmal müssen die weg, ne? Okay, ich muss einmal kurz das eine Brett reinstecken. Sonst wedert hier nichts. Sehr schön, sehr schön. So, der nimmt den mit. Jetzt müsste der doch runtergehen, oder? Immer noch nicht. All diese kurzen Stücke da oben brauchen wir auch nicht, ne? Aber es ist echt so aufgebaut, dass man das nur Stück für Stück auseinandernehmen kann. So, hau rein hier. Den da auch nochmal rein. Aber so kriegen wir zumindest endlich mal ein Dach über den Kopf. So, das sind nur kleine, die wir ordentlich nicht brauchen. Erstmal die da. Ich meine, hier soll später auch ein schräges Dach drauf, aber das kommt noch ein paar Stockwerke höher, also noch nicht. Gib mal her. Den kannst du mal doch reinsemmeln. Willst du nicht? So, ich glaube, die kleinen Stücke müssen da jetzt echt mal weg. Ja, warte mal. Schmeiß mal weg, das späte Feuerholz. Hier auch. Schmeiß weg. Der ist auch angebrochen. Weg. Ist auch der Weg. Ich jetzt. So, das ist ein Ganzer, ne? Glaube ich, jo. Das dürfte auch ein Ganzer sein. Sehr schön. Ziemlich selten Besuch, ne? Bis auf die paar Babys und den einen Coin Joe da. Ist wohl alles in bester Ordnung hier. Dann hau mal rein hier. Hau mal rein. Wunderbar. So, hier müssen die Kleinen auch einmal runter. So, das ist auch noch ein halber. Vici, Victor, ich will dich nicht erschlagen. Gut, die Hütte hier, das war ja unser allererste. Nur um auszuprobieren, wie überhaupt was funktioniert. Die brauchen wir überhaupt gar nicht mehr. Haut schon hin. So, Dach ist runter, ne? Jetzt können wir sie Stück für Stück zerlegen, ja. Das war schön. So, hau rein. Geht nicht. Er will da, okay. Warum auch immer er da will. Virgie? Das ist meine Tür. Hast du gerade meine Tür zerlegt? Was war das denn? Okay, aber bevor wir jetzt alle Stämme zu Brettern machen, ich will noch einmal kurz ausprobieren, ob wir den Fußboden hier rauskriegen. Nö. Ah, zumindest nicht überall. Weil das sind ja ganze, die können wir ja zumindest hier schon mal mit reinarbeiten. So, einer kann hier rollen, wenn ich ihn zu fassen krieg. Der will doch gerade nicht. Jetzt. Also mal ein bisschen doof, man muss den richtigen Punkt haben. Sonst geht er nicht. Das ist sehr schön. Aber zumindest kriegen wir jetzt ein Dach über den Kopf. Das ist doch schon mal was. So, du kommst noch mit. Ja, du auch gleich, aber... Ich wollte ihn hier. Danke. Die gehen mit. Warum nicht? Nee, das wollte ich auch nicht. Mensch, falsche Taste. Kann man mal vorkommen hier. Die gehen nicht. Wahrscheinlich, weil hier noch zu viel Wand draufsteht oder so. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Hau erstmal rein. Zwei fehlen ja noch, ne? Einer fehlt noch. Okay.
So, wir wollen auf jeden Fall weiter raus, aber dafür brauchen wir heute den Winter, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war der Meinung, dass wir jetzt kurz vor dem Winter sind. Offensichtlich nicht. Weil definitiv wird das eigentlich nur der erste von vielen Räumen. Hier soll noch quasi ein Balkon vor, dahinter soll noch ein Raum. Ich glaube, hier können wir auch noch ein bisschen bauen. Müsste ich mal ausprobieren. Nehm noch mal den Buch weg. Ich habe schon mal die falschen Tasten, das ist furchtbar. Wie weit ich hier noch kommen würde, das ist eine gute Frage. Hier geht noch, ne? So, das kann von mir jetzt verschwinden. So, dann nimm mal runter hier. So, hier müssen wir auch noch rankommen, ne? Ja, und da auch. Und daneben müssen wir auch noch, ob ich hier noch rankomme. Später, wenn Eis da ist, geht das. Aber aktuell heute nicht, ne? So, nimm weg. Hier geht noch. Da bestimmt auch noch. Ja. Gut, viel ist ja nicht mehr da von der Hütte. So, kriegen wir das hier aufgebockt? Ja, ne? So, hier auch nochmal. Und das müsste eigentlich noch ein, also insgesamt drei lang. Es soll halt etwas größer werden, ne? Man will ja nicht so mickrig wohnen. Auch wenn man hier etwas von Kannibalen und Mutanten belästigt wird, das nennt man halt tägliche Herausforderung. Überlebe den nächsten Tag. Ah, noch komme ich. Die Frage ist nur, wie weit komme ich? Wir brauchen so oder so den Winter. Aber wir werden es sehen. So, den haut da hin. Nein. Die nimmst du wieder raus, mein Freund. Die kannst du hier reinparken. Nee, nicht so. Nicht so. Ordentlich, bitte. Will er nicht? Gut, dann machen wir den eben so. Ich wollte eigentlich anders. So, nimm mit. Eigentlich müssen wir hier gleich mal den Fußball rauskriegen. Der sollte eigentlich hier hochbocken. Genau. Okay. Und ab hier ist es schon zu tief. Wie vermutet. Ah, der geht noch. Aber weiter kommen wir nicht. Nee. Und dafür brauchen wir heute nachher den Winter. Aber es ist zumindest schon ein Anfang. So, hier können wir auf jeden Fall noch einen zwischenstecken. Nee, nun lass mich doch mal ran. Jo, immer schön ordentlich sein. Genau. Dann können wir hier erstmal das Holz reinhauen. Das ist sehr schön. Das soll ja natürlich noch ein bisschen weiter hinten gehen, ne? Das soll schon ein bisschen nach Haus aussehen später. Oh, kriege ich die inzwischen raus? Immer noch nicht? Oh, warte mal. Hallo, Kumpel. Ey. Jo, danke, Virgi. Danke. Sehr schön. So, ich hatte doch einen Pfeil verschossen. Wo ist er hingeflogen? Ich habe keine Ahnung. Naja, Pfeile kommen uns jederzeit neu immer. Oh, das ist das, was ich meine. Die kommen nur noch, umso weiter man kommt, umso seltener kommen die. Das ist ganz selten mal vorbei. Okay, auf jeden Fall kommen wir gut weiter. Holz haben wir jede Menge. Holz kriegen wir jetzt auch dank der Seilrutsche wieder schnell. Die können wir später umbauen, wenn wir da alles abgeholzt haben. Ist ja alles kein Problem. Gut, aber ich sehe, ich habe schon wieder komplett die Zeit vergessen. Schlimm. Ja, ich muss das Ganze ja noch hochbringen. Bin momentan ein bisschen knapp. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.